Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play RimWorld Alpha 13. Wir erstellen erstmal eine neue Welt und ich hoffe, dass gleich extreme Wüste mitgespawnt wird. Und das sieht, glaube ich, ganz gut aus, weil ich mich diese Staffel in die extreme Wüste mal setzen will. Also speichern wir den gleich mal und gründen eine Kolonie. Natürlich wieder reiner Zufall auf extreme Herausforderungen. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege. Ja, ich habe gerade noch eben das Update-News-Video hochgeladen. Also ich denke mal, dass das Update-News-Video vor dem anderen hochkommt, weil ich gerade das Update-News-Video bearbeite. Auf jeden Fall schaut mal vorbei, wenn es euch interessiert, was sich alles geändert hat. Oder geändert hat. Ihr werdet es natürlich auch im Let's Play jetzt sehen. Von daher könnt mal draufklicken. Ich werde euch das oben rechts, glaube ich, mit diesem i verlinken. Und ansonsten, ja, ich wollte eigentlich den zufälligen Landeplatz auswählen. Machen wir das mal. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht ganz so lange, bis ich irgendwie in der Wüste gelandet bin. Oh, eben war ich in der Extremwüste einmal. Ich glaube, ich werde es spulen, oder? Okay, ja, ich bin einmal gelandet. Wo bin ich? Ja, ich bin hier am Strand, so mehr oder weniger. Okay, das nehmen wir. Dann werde ich natürlich Hardcore-Modus spielen. Da kann ich nicht speichern und auch nicht laden. Also ich kann schon speichern, aber ich kann nicht nochmal irgendwie eine Aktion rückgängig machen oder sowas. Und ich glaube, ich werde diesmal... Also ich wollte die Felder nochmal groß machen. Also ich denke, ich gehe jetzt mal... Ich wage es mal auf 300x300. Ich hoffe, dass es nicht anfängt zu laggen. Und dann würde ich mal sagen, weiter. Hier lasse ich wie immer alles auf Zufall und dann starten wir einfach mal. Der Krach von Sirenen und berstendem Metall hallt durch eure Ohren, als ihr aus eurem Kryoschlaf erwacht. Trotz Exklusion und entweichter Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapseln zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch die letzten Trümmer des zerstörten Raumschiffs ein, als ihr damit beginnt, Pläne für euer Überleben zu schmieden. Jawohl, und los geht's! Mal schauen, wen wir Nettes haben. Wir haben auf jeden Fall mal einen Lolli. Weiblich Husky, sehr schön. Soziale Bindung mit Freya. Werden wir auf jeden Fall mal alles trainieren. Jawohl, kann auch alles. Sehr gut. Transport ist sehr wichtig. Ansonsten keine Verletzungen, sehr schön. Wir haben einmal Tail. Keine Verletzungen, sieht gut aus. Charakter Tieren 9, hart arbeitend. Asket. Tail bevorzugt es, in Enthaltsamkeit zu leben. Sie bekommt einen Stimmungsabzug, wenn ihr Schlafzimmer zu eindrucksvoll ist. Damit kann ich leben. Fernkampf 10, da werden wir mal das Überlebensgewehr, glaube ich, verwenden. Ansonsten, ja, am Anfang ist es relativ egal. Lassen alles machen. Koinecke. Kälte. Permanenter Einfluss auf die Stimmung plus 12. Also heute haben wir einen Glücksfall, glaube ich. Was hast du? Fernkampf 4, Nahkampf 5, dann geben wir dir wahrscheinlich die... Oh doch, wir geben dir die Pistole, weil Zima kann anscheinend gar nicht kämpfen. Träge, nervös, Masochist. Na gut, okay, fangen wir einfach mal an. Schauen uns die Karte an, würde ich sagen. Nehmen hier das natürlich alles mit. Hier ist schon mal ein Geysir, sehr schön. Ja, ich habe ein bisschen Befürchtung, dass hier nicht so viel Berg ist. Was natürlich ganz praktisch ist, da diese Seuche oder was auch immer das ist, dann wahrscheinlich nicht spawnt. Aber wir können uns auch nirgends vergraben. Und wir haben auch gar kein Holz. Hier ist ein bisschen Stahl. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich weiß gar nicht, wie ich hier anfangen soll. Oh, doch, hier könnte man anfangen. Hier könnte man ein, zwei Wohnungen reinbauen. Aber ich sehe jetzt schon auf Anhieb, dass es ziemlich schwierig wird mit den Nahrungsmitteln. Also wenn wir hier was versuchen. Ja, wobei hier können wir schon ein bisschen was anbauen. Versuchen wir es mal. So, haben wir eine relativ große Anbauzone. Dann machen wir hier irgendwo noch eine Lagerzone nebendran. Machen wir die mal so vielleicht. Mama ist schon relativ groß.
gehen wir nochmal in die Übersicht. Träger haben wir alle zum Glück. Okay, dann können die schon mal die ganzen Sachen dahin schleppen. Dann nehmen wir erstmal alles mit, was wir hier sehen, würde ich sagen. Damit wir wenigstens ein bisschen Übersicht haben, was wir an Ressourcen haben. Könnten auch mal gucken, dass wir wirklich echt alles mitnehmen, was hier rumliegt. Hier oben liegt noch Stahl. Dann müssen wir nämlich nicht die ganze Zeit noch Sachen abbauen. Da können wir mitnehmen. Auch die ganzen Nahrungsmittel, wenn hier noch was liegt. Den Schrott, den können wir eigentlich da liegen lassen. Nehmen wir mit. Was ist das hier? Komprimierte Bauteile, sehr schön. Ich bin mal gespannt, wie viel da rauskommt. Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Ich glaube... Oh, hier liegen auch nochmal zwei Überlebensrationen. Ich hoffe, dass wir nochmal ein bisschen... Jawohl, hier unten auch nochmal. Aber ich glaube, das war's schon im Großen und Ganzen. Die da oben haben wir schon. Okay, ja. Zima ist schon mal ein bisschen damit beschäftigt, anzupflanzen. Dann würde ich sagen... Ja, wir haben auch wenig Holz. Also ich weiß nicht, ob wir Holz verschwenden sollten, um eine Wohnung zu bauen. Ich würde fast sagen, dass wir uns erst wirklich da reinbuddeln. Und dann irgendwie versuchen, was zu reißen. Was haben wir hier? Oh, hier ist Uran. Uranader heißt das jetzt, okay. Sandstein. Ja, dann würde ich sagen, irgendwie hier durch. Ah, vielleicht sollte ich, sollte es, glaube ich, erst anders machen. Nicht, dass es wieder nicht hübsch aussieht. So, 6x7. 6x7. Wir machen auf jeden Fall gleich mal 4 Wohnungen, würde ich sagen. So, dann reicht es hier unten nicht mehr. Wenn wir eins nach oben verschieben. Ja, das müsste gehen. Dann bauen wir hier das irgendwie zu. So. Dann 1, 2, 3. Okay, dann können wir schon ein paar Wohnungen hier hinbauen. Das ist schon mal gut. Da kriegen wir natürlich keinen hin, aber wir könnten eine kleine Küche oder einen Kühlschrank hinbauen. 6x7 und natürlich hier nochmal. Okay, dann hätten wir schon mal 5 Wohnungen. Brauchen wir natürlich jetzt nicht alle, deswegen reiße ich das hier mal so weit ab. Die können wir alle machen. Und dann würde ich sagen, wir können auch einen extra Kühlschrank bauen, das ist auch kein Problem. Machen wir den Kühlschrank oder wir machen wirklich hier einen Kühlschrank hin. Könnten wir eigentlich machen, so einen kleinen. Ich meine, so viel Nahrungsmittel werden wir jetzt am Anfang wahrscheinlich sowieso nicht bekommen. Dann hier irgendwie den Eingang von der Kühlung und die Tür. Und die Kochplatte könnte man... Da reicht der Platz nicht. Wird das noch eins nach oben verschieben? Ich meine, da oben haben wir eh nicht mehr Platz genug. Dann verschieben wir das Ganze hier eins nach oben oder zwei. Oder schauen einfach später erst. Wir machen das so. Und dann würde ich sagen, vielleicht hier eine kleine Küche. Mit einem Eingang. So, und dann könnte man theoretisch hier noch eine Tür machen, dann könnte man hier kochen. Ich glaube, ja, das funktioniert erstmal, würde ich sagen. So, der Rest schleppt jetzt die ganzen Sachen hierher. Haben wir einen Bergarbeiter? Ja, haben wir. Wir sollten vielleicht mehrere Bergarbeiter einstellen. 2 Stück haben wir nur. Naja, okay, dann lassen wir erstmal ein bisschen was anpflanzen. Das wird wahrscheinlich erstmal unser Hauptproblem sein. Warum kann ich denn jetzt die Zone nicht auswählen? So, und was macht unser Lolli? Der macht erstmal nichts. Den können wir auch nichts beibringen, wenn wir keine Kartoffeln haben. So, was haben wir? Leguan haben wir. Riesenskarabäus, vor denen habe ich immer Sorge gehabt. Also wenn ich wirklich mal in der Wüste gespielt habe, haben die mir meistens meine Kolonie kaputt gemacht, indem sie verrückt geworden sind. Und daher habe ich vor denen am meisten Sorge. Ja gut, die Küche müssen wir eigentlich auch nicht als erstes bauen. Also die Wohnungen wären wirklich am besten. Aber machen wir halt erstmal den Kühlschrank fertig. Dann würde ich sagen, setzen wir noch ein paar Schlafplätze hin.
Machen wir die einfach mal. Ja, machen wir sie hier einfach vorne dran. Also hier ist auf jeden Fall schon mal viel Stahl. Das ist sehr praktisch. Die Brocken können wir natürlich auch irgendwie erstmal wegtragen. Machen wir die mal hier neben vielleicht hin. So, jetzt schlafen die erstmal eine Runde. In der Zeit können wir uns eigentlich nochmal die Karte ein bisschen genauer angucken. Vielleicht noch was übersehen haben. Ich glaube aber nicht. Also theoretisch kann man hier noch ein bisschen was... lohnt sich eigentlich fast nicht, würde ich sagen. Ja, wir haben so ein bisschen eine Karte erwischt, wo wenig Fels ist. Ja, was haben wir eigentlich das hier? Schieferwand, okay. Ja, okay. Lassen wir jetzt erstmal das hier abbauen. Das dauert jetzt nochmal ein gutes Weilchen, würde ich sagen. Der Brocken kann natürlich auch weggetragen werden, der hier auch. Und ja, schauen wir einfach mal, was so die Kolonisten momentan sagen. Ohne Tisch gegessen, hässliche Umgebung. Ja, Tisch könnten wir eigentlich noch schnell bauen. Machen wir mal aus Holz. Den setzen wir, denke ich mal, neben die Küche irgendwo. So vielleicht. Da haben wir noch eine Anbauzone. Irgendwie, die Anbauzone lässt sich nicht ganz so optimal momentan anklicken. So. Also ich glaube, die kann man auch hier nach oben ausbreitern. Oder verbreitern. Ja. So, dann würde ich sagen, den Tisch vielleicht... Machen wir mal hier hin. So, dann können wir auch noch ein paar Stühle hinsetzen. Machen wir einen Hocker am besten. Machen wir zwei Stück, reichen erstmal. Machen wir es auf der anderen Seite. Aber noch nicht so. So. Dann kriegen wir hier auf jeden Fall demnächst noch die zwei Wohnungen fertig. Dann können wir hier eigentlich die ganzen Lebensmittel reinsetzen. Nahrung kritisch. Die Kühlung und so kommt natürlich später erst. Das, vielleicht noch ein Tierschlafplatz. So. Okay, von den Ressourcen sieht es gar nicht mal so schlecht aus. 811 Stahl, 205 Holz, 666 Silber, 22 Überlebensrationen. Also damit sollten wir hinkommen, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, dass ich hier noch eine kleine Anbauzone mache mit Stoff. Gibt's sie nicht mehr? Heilwurzel, Rose, Pappel, Kiefer, Birke. Gibt's keinen Stoff mehr? Ah doch, hier Baumwollpflanze, ich dachte schon. Und dann würde ich vielleicht noch eine Anbauzone hin machen. Wo machen wir die denn am besten hin? Wir haben nicht mehr so viel Platz, muss ich sagen. Bauen wir einmal hier eine hin vielleicht. So. Und eine so. Dann können wir hier auf jeden Fall ein paar Bäume hinsetzen. Jetzt muss ich aber nochmal überlegen. Was wächst denn in der Wüste gut? Eine Pappel, glaube ich. Was haben wir denn? Wachstum 15,5 Lebensdauer. Nährstoffe, kann geerntet werden, begrenzte Lebensdauer. Ein Weichholzbaum, ich glaube Pappel ist doch nicht das Richtige. Was haben wir denn noch? Kiefer, Birke. Ich glaube, das war der Ameisenbaum, oder? Regenwaldbäume war das, stimmt. Das war die Ameisenbäume waren für den Regenwald ganz gut. Ich weiß nicht, ob das so viel ausmacht. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren was schreiben. Birke. Nördlicher Baum würde ich jetzt auch nicht bauen. Kiefer vielleicht. Nee, Kiefer wahrscheinlich auch nicht. Oh Mann. Eine Eiche? Nee. Mach mal einfach eine Pappel. Fertig aus. Das wird schon passen. Können ja mal kurz gucken, was hier so wächst eigentlich. Ob es hier überhaupt einen Baum gibt. Aber so wie es aussieht, gibt es noch nicht mal einen Baum. Was ist hier los? Nee. Es gibt nicht mal einen einzigen Baum hier.
Okay, das könnte also ziemlich schwierig werden. Also ich schaue mir das gleich mal an. Wie sieht's aus? Wachstumsrate 88%. Ja, ist gut. Ah, doch, sieht gut aus, denke ich. Das könnte was werden. So, die Stahlautotür kostet schon zwei Bauteile. Die haben wir aber nicht. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal eine ganz normale Stahltür. Also ich würde momentan eher alles aus Stahl bauen, da wir mehr Stahl haben. Und die Tür vielleicht so. Ja. Dann kommt da auf jeden Fall das erste Bett demnächst hin. Ich finde, die Animation ist richtig cool geworden. Vorratskapsel, mal schauen. Oh, sehr schön, Reis. Damit können wir auf jeden Fall ein bisschen was anfangen. Haben zwar jetzt keine Kochplatte und auch keinen Strom. Und ich würde auch ungern mit Holz jetzt beheizen, da wir so wenig Holz haben. Was könnte man machen? Wir könnten natürlich die Kochplatte schnell fertig machen und eine Solaranlage. Machen wir das. Und dann vielleicht eventuell Batterieraum gleich? Nee, das schaffen wir, glaube ich, jetzt noch nicht von den Ressourcen. Oh, es sieht so aus, als würdet ihr eine Weile bleiben. Tail ist der Meinung, dass die Kolonie einen Namen verdient hat. Wie heißt denn unser Tier? Ah, das kann ich jetzt gar nicht nachgucken. Nennen wir es Crash City. Passt schon. Ach, Lolly war es, genau. Und noch eine Vorratskapsel. Drumbofleisch. Okay, also es läuft schon mal ganz gut mit den Vorratskapseln. Oh ja. Oh, okay. Machen wir das. Ein Bodyguard namens Clara Ma Clara Triado kontaktiert dich aus der Nähe. Sie wird von den Stammmitgliedern der Fraktion Rotfisch Choco gejagt. Sie fleht um Hilfe und bietet an, deiner Kolonie beizutreten. Biologisch ist sie 56 Jahre alt. Aber sei gewarnt, wenn du annimmst, wirst du gegen die hinterherlaufenden Stammesmitglieder kämpfen müssen. Machen wir. Wir bieten auf jeden Fall Sicherheit. Und schauen uns gleich mal die Person an. Ein Überfall. Oh mein Gott. Aber es ist nur eine Person. Okay, das sollten wir hinkriegen. So, was haben wir denn? Bodyguard, Clara. Oh, du bist sehr gut im Nahkampf. Tai, was machst du? Okay, ich würde mal sagen, ihr zwei kommt mal her. Zimmer. Du lässt das Planstahlmesser fallen. Das kann Clara nehmen. Ihr zwei geht mal in Angriffsposition. Und ansonsten eifersüchtig. Du bist eifersüchtig. Und an den Chemikalien interessiert. Okay. Schauen wir erstmal, dass wir den hier hinkriegen. Wunderbar. Wunderbar. Das gefällt mir. So, jetzt ist die Frage: Wie machen wir das? Machen wir einfach mal hier ein Gefangenenbett rein. Läuft besser als erwartet, muss ich sagen. Fangen wir mal den Embers. Tay kann wieder an die Arbeit gehen. So. Einmal rein. Ich würde sagen, mal schauen. 92 Schwierigkeit, freundliches Gespräch auf jeden Fall. Wir geben ihm Medizin. Und was kann er so? Auch permanent. Ja, also wir haben Glück diesmal. Diesmal haben wir echt Glück. Und du trainierst ihn gerade. Ja, das ist auch sehr gut. Haben wir einen Arzt schon? Stellen wir mal ein paar Ärzte ein. Dann wird auch einer sicher versorgen. Die Bäume wachsen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch zwei weitere Räume, weil jetzt haben wir doch einige Kolonisten. Machen wir hier einen hin. So. Und hier noch einen hin. Dann hätten wir zwei, vier, fünf Räume und wir haben ja auch fünf Leute. So. Und ein bisschen schlechte Laune haben wir jetzt natürlich auch. Das ist ja cool. Das habe ich ja auch noch nicht gesehen, dass man sieht jetzt auch, wie der Stahl hier so abgebaut wird, wie der Fortschritt ist. Das ist cool gemacht. Das ist wirklich gut. Wie sieht's aus mit dem Aufsehen? Ja, Zimmer. In der Zimmer. Die kann es auf jeden Fall erledigen. Und die Bergarbeit ist so ein bisschen die. Bei der hapert so ein bisschen. Die sind alle relativ langsam. Oh, es gibt auch Bettruhe mittlerweile.
erholen sich von nicht lebensbedrohlichen Krankheiten in Krankenbetten aus. Ach so, dass sie dann nicht im Bett schlafen? Naja, okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen, habe ich auch im Update-Video nicht gemerkt, habe ich verpasst. Aber das passt soweit, denke ich. Ja, ich würde mal sagen, lassen wir das soweit. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall versuchen, den hier, den Ambass anzuwerben. Und ansonsten lief die erste Folge eigentlich erstaunlicherweise relativ gut. Ja, dann würde ich mich mal fürs Zusehen bedanken und bis zum nächsten Mal. So, jetzt will ich aber noch gerade was gucken. Genau, speichern uns im Hauptmenü. Also, keine Chance, irgendwie was zu laden oder so. Okay, Dankeschön, macht's gut. Tschüss.